Auto oder Fahrrad? Ja, so gern ich auch Fahrrad fahre ab und zu, aber in meinem Job geht es nur übers Auto. Unternehmer oder Manager? Ich würde beides miteinander koppeln. Ich sehe mich sowohl als Unternehmer auch als Manager, weil das eine schließt das andere nicht aus. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Anpacken oder delegieren? Anpacken. Vater oder Opa? Die Frage kann ich nur mit der so beantworten, dass ich beides mit hundertprozentiger Leidenschaft bin. Fußball oder Familie? Tja, da ich der Fußball alles in meinem Leben bestimmt hat, ist sicherlich die Familie zu kurz gekommen, was ich heute so ein bisschen manchmal auch bedauere. Damit ist eigentlich dann natürlich die Familie steht an erster Stelle, aber alles danach gibt es nur Fußball. Hund oder Katze? Da jeder meinen Hund Bobby kennt und weiß, wie sehr ich den liebe, gibt es nur die klare Antwort, den Hund. Liga oder Pokal? Pokal ist eine gewisse Brisanz, aber die Liga ist schon außergewöhnlich. 1:0 oder 4:3? Hauptsache Sieg, aber dann natürlich, wenn Sieg, zu Null, weil ich glaube, ich denke auch und fühle auch mit unseren Torhütern. Underdog oder Favorit? Wir haben beides durchlebt, waren lange genug der Favorit. Ist vom auch ein gutes Gefühl, aber ich kann auch mit der Rolle des Underdogs leben. Natürlich ein erfolgreicher Underdog. Kölner Grüngürtel oder Merheimer Heide? Scherzig ist meine Heimat, deswegen ist sie Merheimer Heide natürlich. Champagner oder Kölsch? Kölsch. Gewaltschuss oder Schlenzer? Ich glaube, ich war eher jemand, der den Gewaltschuss geliebt hat. Heimspiel oder Auswärtsspiel? Wenn Zuschauer erlaubt sind, natürlich sind, die haben auch die Auswärtsspiele was, wenn größere Zuschauerzahlen da sind. Aber es gibt nichts Schöneres wie ein Heimspiel in meinem Höhenberger Sportpark. Nordsee oder Mallorca? Ja, Mallorca ist und bleibt meine Lieblingsinsel. Dort würde ich auch sicherlich irgendwann mal ein längeres Zeitfenster gerne verbringen. Talent oder Fleiß? Das, was ich in meinem Leben oder wo ich heute in meinem Leben stehe, ging nur über totalen Fleiß, weil das Talent war ich nicht so mit besegnet.